Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Portia. Ja, in der letzten Folge, die bei mir zumindest schon etwas länger her ist, haben wir auf jeden Fall den Wassermotor gebaut. Und ich glaube, wir waren kurz davor, auch das Wasserrad abzuschließen. Und da würde ich jetzt sagen, ja, setzen wir denn da an? Denn es ist heiß, heiß, heiß. Denn wir haben Sommer. Nicht nur im Spiel, sondern auch draußen. Und so eine Aufnahme kann natürlich den Raum auch ein bisschen aufheizen. Wobei, hört mich gerade nicht, weil ich nehme etwas wieder mal spät am Abend auf, so wie ich sonst immer gemacht habe und mache. Dementsprechend sollte das kein Problem sein für mich. So, was haben wir denn hier? Oh, von McDonald's. Oh, danke nochmal, dass du mir meinen Stall gekommen hast. Jetzt kann ich meine Vermietungshilfe für Reittiere wieder anbieten. Wenn du ein Reittier mieten möchtest, komm auf meinen Hof und reserviere dir eins für die Woche. Ich habe faire Preise. Das müssen wir uns mal angucken. Angucken. So, was haben wir denn hier? Hä? Oh, cool. Ich sehe gleich beide Statistiken auf einmal. Aufsammeln. So, was brauchen wir denn heute noch? Das muss ich gleich mal gucken. Oh, der Kopfsalat. Was haben wir hier? Eine Eisenholzdiele. Das. Oh, die Holzkohle, die ist ja hier schön am Machen, am Tun. Ich glaube, die brauchten wir ja auch, die Holzkohle, für mehr Eisenbahn, damit ich dann mal hier das Haus ausbauen kann, beziehungsweise auch einen Stall bauen. Eisenbahn. So, was brauchen wir denn eigentlich noch? Hm? Wir brauchen Carbonstahlbahn 15. Wie viel haben wir denn da insgesamt schon? 3. Yay. Yay. 3. Das ist ja nichts. Nur 3. Oh Mann. Ich glaube, das wird heute nichts mit dem Windrad. Stimmt. Und den Stoff hier habe ich gemacht wegen dem wasserdichten Stoff, ne? Sehe ich nämlich gerade. Der Stoff ist für den wasserdichten Stoff definitiv. Na, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir diesmal zu McDonald's, wie auch immer. Warte mal, halt, mir fällt gerade ein. Könnte vielleicht doch nochmal. Ist er. Scheiße. Ja, aber bitte rotieren. Danke. Ich muss wieder in die Steuerung reinkommen. Ich wollte nämlich gucken. Bäumchen, wechsel dich. Oh Gott, ich merke, ich bin schon etwas länger raus aus dem Spielchen. Hallo? So, das sollte für Holz reichen. Dann könnten wir heute gleich mal noch. Halt. Kalender. Da steht erstmal nichts weiter mehr in der Woche an. Das ist mal gut. Wir müssen eigentlich noch ein paar Geschenke machen, ne? An Leutchens. Alles gar nicht so einfach, Menno. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich den Eisstab herkriege. Ich glaube, da muss ich irgendwie. Ach ja, doch. Aber ich weiß, wie ich den Schweißstab kriege. Da brauche ich nochmal irgendwie einen anderen Ofen. Und zwar einen industriellen Ofen. Naja, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Hoffe ich doch. Zack. Hier, auftanken bitte. Jo. Warum fertigst du hier eigentlich nichts? Hä? Holzkohle könnte man. Nur noch, wer weiß, ich kann nur noch vier Stück machen. Sagen. Uff.
Kupfer. Oh, da haben wir noch eine Menge. Na dann machen wir auch noch mal 10 Kupfer. Auf ihn. Noch 19 Eisenbahnen. Warum habe ich denn so viel gemacht, Menschenskinder? Nee. So, also, Karte mal gucken, was haben wir denn? Ich würde mal sagen, wir setzen dann, wenn wir ein Reittier haben, mal das erste Teil für das Bewässerungssystem an, oder? Wenn wir den Motor, den können wir ja schon mal aufstellen. McDonald! Oh, guck mal, da Reittiere. Yeah, wir kriegen endlich Reittiere. Hallo, McDonald. Nee, so nicht. Warte mal, halt. McDonald, Springvieh. Und mit dir muss ich so reden, oder? Ach, wird schon nicht. Ja, komm. Ich glaube nicht, dass das auch irgendwelche Auswirkungen hat, oder? Hallo? So, ich will jetzt gerne mieten. Ach hier, direkt am Stall. 15.000 dauerhaft. 10.000 dauerhaft. 7 Tage 500. Ah, ich würde mal sagen, wir mieten das hier mal, oder? Oh, guck mal. Da kommt Fiat. Hoch zu Rosse. Yeah, guck mal. Cool, wir kommen schnell voran. Es kann sogar springen. Ja. Oh, aber springen kostet eine Menge Ausdauer. Jo, aber nicht gerade wenig, muss ich sagen. Bleib mal schön hier, Fräuleinchen. Ah ja. Ach, und dann kommt die Mühle hier auf der. Das Wasserrad auf die Seite. Sikorski. Hallo, Pferd. Bleib. Noch mal streicheln, würde ich sagen, oder? Jupp, 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 jupp. So. Na dann reiten wir mal wieder zurück. Bei. Oh, guck mal da, Häschens. Pferdchen, geh mal da lieber weg. Die sind alle böse. Ich finde die Namen putzig. Vor allem sieht das so lustig aus. So, den großen noch hier. Der müsste ja klappen eigentlich, ne? Oh Gott, da hackst der ewig. Oh, guck, Fettchen. Oh Gott, immer noch nicht fertig. Ich würde sagen, das ist ein Mädchen. Das hat so wuschige, so lange Wimpern, das Pferd. Ja? Doch komm, guck mal, das hat doch lange Wimpern. Hier, guckt mal. Ja, das ist ein Mädchen. Oh, hier ist eine Truhe. Möchte ich auch hacken? Echt, ich kann auch noch hacken. Was wegen 5 Tierknochen ist hier hinten eine Truhe versteckt? Ich wollte mich doch vor ohne piepeln. Machen wir nur wenn fertig. Ich glaube, wir könnten heute noch mal schön die Gegend erkunden, oder? Vor allem das Ding ist doch auch voll auf den Baum, auf den Zaun gefallen. So, jetzt aber. Aha! Pferdchen, geh weg! Hier ist Tierkacke. Kacke. Ich hoffe nicht, dass ich mein Pferd richtig aus Versehen schlagen kann. Ah, so. Hier haben wir noch das eine Illusionshäschen. Dann müsste das Meister-Illusionshäschen kommen.
ist es. Normalerweise taucht er immer. Da drüben ist es. Ein höflicher Hase? Was gibst du denn so weit? Weil Level 25 ist ja nicht gerade stark, würde ich mal sagen. Da war ja das eh die komische Lama ein bisschen härter drauf. Jetzt hängt das auch an sich hier zu. Warum heilen die sich immer wieder, diese Bastarde? Warum? Wieso? Weshalb? Weswegen? Aua! Na, mal gucken, vielleicht haben wir doch Glück, dass wir ihn so gut treffen. Ja, wir haben es geschafft. Reiten. Tschüssi. Nur mal weg. Oh, guck mal, hier sind so viele Früchte dran. Ah, ist das herrlich. Einmal reiten. Wupp. Da lay up. Haben wir jetzt eigentlich mal hier so ein bisschen mal. Ja, doch. Finden wir. Das Problem ist, wir kommen hier hinten nicht wirklich hin, um mal was zu erkunden. Aber naja, warte mal. Also ich kann hier rüberspringen, wa? Was war das denn? So, fertigen. Jetzt kann ich doch bestimmt hier dieses, den wasserdichten Stoff. Dreimal, genau. Fertigen, dreimal, danke. Oh Gott, ist ja alles voll wieder hier. Zack, zack, zack. Das Zell, der Rest erstmal nicht. Der kommt dann hier was grundmaterialienmäßig. Genau, du, und du, und du, und du. Nee, du nicht. Du auch nicht. Ja, Holz machen wir hier noch mit rein. Der Rest kommt hier drüben beim Kochen mit hinein, ne? Du und du. Du auch? Ja, du auch. Hier nicht. Irgendwas hatte ich da noch hier. Das war das Fleisch habe ich ja nicht. Das kommt wieder mal was hin. Du auf jeden Fall. Der komische Nester. Noch müsste ich auch noch mal überlegen, wo ich die reinmache. Sortieren wir mal. Tierkacke, genau. Tierkacke. Wie sieht das aus, als ob der Kürbis schon reif wäre? Komisch. Du bist echt schon reif? Wer ist reif? Okay. Habe ich dann jetzt noch mal ein paar Samen? Habe ich was? Na, ja. Maiskugelsaat hatten wir ja schon mal. Was ist das? Kartoffel. Weizen. Ja. Kommen wir mal, glaube ich. Weizen. Obwohl, da, ich sehe da oben. Da oben, da oben, da oben. Kürbis. Ist noch mal Kürbis. Zack. Und sehen. Danke. Und zack, zurück. Du Pferdchen, du bleibst mal bitte hier. Mensch. Bitte nicht hinterherkommen. Oh ja, das ist fertig. Das ist sehr schön. Carbonstahl 25. Huha. Bitte, bitte, bitte. So viel machen, wie es geht. Ich überlege ja schon, ob ich nicht dann bei dem anderen Dings auch gleich noch mal Carbonstahl herstelle. Wir müssen ja bis morgen fertig werden damit hier. Das Problem ist, ich brauche die Eisenbahn. Ja, was zur Hölle? Meine Maus spinnt schon wieder. Nein! Dreh dich, dreh dich, dreh dich, Maus, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ja, jetzt endlich. Habe ich irgendwie in letzter Zeit häufiger das Problem. Nee, ich will nicht. Gib doch mal. So. Ja, dann gehen wir morgen auf jeden Fall schon mal dann die Dings ab. Die
wasserdichten Stoffe. Dann kriegen wir endlich wieder eine neue Aufgabe, oder? Warte mal, halt. Doch, es ist Freitag, da klappt das noch. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen auf der Insel um. Haben wir schließlich ein Pferdchen, mit dem wir hier mal ein bisschen gucken können. Was ist das? Kacke? Ach, das ist hart. Ich dachte schon gerade. Hier ist schon mal nix. Warte mal. Das ist da drüben ein Häuschen. Wie komme ich zu diesem Häuschen da drüben hin? Da ist Licht an. Ich will da rüber. Freunde. Wie komme ich denn da rüber? Ich werde hier nicht springen können, einfach so. Och, Menno. Hier wird ja auch eine Stange gezeigt, ne? Warte mal. Sieht man hier was? Nee, nicht wirklich. Also da wird es wahrscheinlich irgendwie ein Bötchen geben dann später. Okay. Na dann, hier gibt es weiter nichts zu erkunden. Also dass hier nochmal ein Bäumchen war. Was soll's. Mit dem Pferd ist es schon viel angenehmer zu reisen. Wie schnell wir doch von A nach B kommen. Na gut, mit unserem... Das ist auch so eine Frage, wenn ich jetzt das Töff-Töff nehme, kommt das Pferd hinterher? Keine Sorge, Freunde, ich gucke nur mal, ob hier nicht... Da drüben ist noch eine Truhe, genau. Das ist noch irgendwie eine Truhe. Warte mal, kann ich in der Luft... Ja, klar, ich kann zwar in der Luft abspringen, aber das bringt mir nicht viel. Aber mal gucken, vielleicht komme ich damit an die komische Truhe ran. Noch bei der Stadt. Wäre zwar irgendwie ein lustiger Bug, aber... Hoch. Riechen wie, warte mal. Halt. Freundchen. Freundchen Pferd. Nee, gut, hier kommen wir nicht. Also nehmen wir doch den Fahrstuhl schnell. Ja, ich mache ein paar Spiele rein. Lass mich in Ruhe. Ach, Menno, drück mir den Fahrstuhl. Komm schon. Ach, und ich wollte auch mal Dings Eisenkisten bauen, ne? Damit ich endlich mal eine Kiste mit viel mehr Platz habe. Ach, das wird doch noch. So. Wie komme ich denn jetzt am besten? Autsch, okay. So. Drüben muss ich hin. Oh, nein. Da hoch bitte, danke. So. Genau, hier wollte ich hin. Komm, geht weg. Macht eure komische Schleimkacke woanders hin. So, komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Ich will doch nur auf die Mauer, Mensch. Ich will doch nur an diese Truhe. Klappt nicht. So blöde mit sowas. Ein Versuch noch und dann gehen wir zurück. Ja. Mensch, mitten im Pferd klappt das. Cool. Oh, ein Gemälde. Das hängen wir heute noch auf. Juhu. Na dann, Freunde, ihr seht ja, wir sind wieder am Ende einer Folge angekommen. Endlich bei mir auch wieder nach längerer Zeit von einer Aufnahmechechen zur nächsten. Ich glaube, seit der letzten ist bei mir schon 3 Wochen vergangen. So, das heißt, wir setzen dich ab. Wir sagen, du bleibst bitte. Oh, wir nehmen schon mal die Stoffe für den nächsten Tag. Auch schon mal fein. Bisschen normalen Stahl. Eisen meine ich, so und so. Sagen wir hier nochmal ein bisschen auftanken. Hier, dann haben wir da noch ein paar Bronzebahnen hinterher. Wir haben ja mehr als genug. Wir werden auch mehr als genug brauchen. Okay.
Das passt alles, das geht sich aus. Hier echt nur so wenig Kupfer gemacht? Ja doch, ja. So, oh Gott, es ist schon voll spät. Ja. Zack, rein hier. Noch schnell das Bild aufhängen. Hey. Dahin. Ach, ich glaube, ich muss bald nochmal eine neue Reihe kaufen. Und das Bild hängen wir hier hin? Nee, passt nicht. Dahin. Zack. Okay. Na dann, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage nur noch ciao, ciao. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.